Sie sehen, das Gewimmel hinter mir ist noch riesengroß und wir werden uns auch gleich in dasselbigen stürzen, um Ihnen Teil 3 von der Berichterstattung hier aus Nürnberg zu zeigen. Auf der diesjährigen Spielwarenmesse hier in Nürnberg, liebe Zuschauer, überrascht Busch bei seinen Neuheiten vor allen Dingen mit gestalteten Themen. Und Jörg Wallen, der Chef von Busch, wird uns dabei behilflich sein, die Neuheiten zu erklären. Guten Tag, Herr Buttig. Schön, dass Sie auch dieses Jahr wieder hier sind. Na aber, doch gerne. Herr Wallen, wir haben uns da einige Sachen aufgeschrieben, die wir als ganz wichtig erachten, und zwar an Spur H0, die Straßenmeisterei. Die ist ja ganz wichtig. Also natürlich, sie ist im richtigen Leben ganz wichtig, aber sie ist auch für uns ganz wichtig. Eigentlich die Idee ist entstanden, wir haben dieses Jahr den neuen Unimog von Mercedes-Benz als Formneuheit gemacht. Ein wunderschön detailliertes Modell, was es in mehreren Ausführungen gibt, bis hin zu einer Ausführung mit einem Mähwerk der Firma Mulag, das an mehreren Armen angehängt ist, und diese Arme können wie in Wirklichkeit bewegt werden, um praktisch diese ganzen Mähstellungen im Modell nachvollziehen zu können. Aber richtig mähen tut die Dinger nicht, oder? Fast, man könnte es meinen. Und um diesen Unimog herum haben wir dann das entsprechende Thema gestaltet, nämlich die Straßenmeisterei. Das heißt, da gehört eine Fahrzeughalle dazu, ein Fahrzeugunterstand, Dinge, wo man Kies und Schotter aufbewahren kann. Natürlich das ganze Zubehör für die Fahrzeugmeisterei, was man alles braucht, Ladegut und so weiter. Wir haben dann wiederum dazu die passenden Fahrzeuge. Eine Straßenmeisterei hat ja nicht nur ein Unimog, sondern da gehört ja dann auch ein Straßenmeistereifahrzeug, wo der Chef mit ausfährt, und ein Transportfahrzeug. Alles im Modell haben wir jetzt nachgestellt, sodass man diese Szene komplett aufbauen kann. Dazu gibt es dann zum Beispiel auch wieder einen Set Mäharbeiten. Da ist dann Straße drin mit niedrigem und hohem Gras, Leitplanken und so weiter und einer ausführlichen Anleitung, die dann zeigt, wie man es gestaltet, damit der Unimog mit Mähwerk auch richtig zum Einsatz kommen kann. Wissen Sie, was ich ganz toll finde? Dass man das alles zusammen bei Ihnen bekommt. Ja, so muss es ja sein. Man muss also sich einzeln zurechtsuchen. Dann haben Sie noch eine sehr interessante Geschichte. Wir bleiben mal bei der Straße und nennen es an der Straße. Ja, auch, ich sag mal, wenn wir natürlich bei der Straßenmeisterei sind, an der Straße, da gibt es dann so Kleinigkeiten wie ein Straßenwärterhäuschen. Sowas gab es in den 50er, 60er, auch noch in den 70er Jahren, wo ich sage jetzt mal, gewisse Werkzeuge aufbewahrt worden sind oder im Schwarzwald teilweise auch Streusalz und Ähnliches. Aber ich sage mal, an der Straße gibt es viel. Das geht dann bei den Details so weit bis hin zur Krötenwanderung. Wird ein Set angeboten, das sind also neben 30 Kröten dann eine Absperrung drin, damit die Kröten nicht über die Straße gehen können. Es sind Eimer drin, damit die kleinen Figürchen die Kröten einsammeln, über die Straße tragen können. Bis hin zur Beschilderung, dass die Straße gesperrt wird, damit die Kröten in aller Ruhe über die Straße gehen können. Also wie im richtigen Leben, würde ich sagen. Live wie im richtigen Leben, so ist es. Ja, mit den Tieren haben wir jetzt mit den Kröten aufgehört, aber wir gehen mit den etwas größeren Tieren weiter. Auch eine sehr interessante Neuerung oder Entwicklung, der Wildpark. Der hat ja auch gefehlt auf jeder Anlage. Ja, ich sage jetzt mal Wildpark, aber das Besondere daran ist, dass dieser Wildpark aus ganz, ganz vielen kleinen, auch relativ preiswerten Einzelelementen besteht. Es gibt also ein Kassenhaus, es gibt dann verschiedene Gehege, Käfige, Eulenvoliere, es gibt ein Streichelzoo, ein Mäusehaus, es gibt natürlich, wie gesagt, Kassenhaus, ein Toilettenhaus, es gibt Aussichtsplattformen, es gibt ein Ausgestaltungsset mit Kiosks und Bänken und was man alles braucht. Und das Schöne daran ist, ich kann abhängig davon, wie viel Platz ich habe, das frei gestalten. Ich kann damit einen kleinen Vogelpark bauen mit 3 Käfigen, ich kann da einen Tierpark bauen, einen kleinen Zoo bis hin zu einem großen Wildpark. Und es ist eigentlich alles so gemacht, dass ich es auch auf eine vorhandene Anlage jederzeit nachträglich noch integrieren kann. Das klingt schon mal ganz gut. Also je nachdem, wie groß die Anlage ist, macht man einen kleinen Tierpark oder einen großen Zoo. So ist es. Dann haben wir natürlich was entdeckt bei Ihnen, was ich ganz toll finde. Dieses Jahr wird ja ein großes Jubiläum gefeiert, 25 Jahre ist das Stichwort. Und das haben Sie natürlich wiederum in einem entsprechenden Thema aufgearbeitet, 25 Jahre Mauerfall. Und
ja, nationale Volksarmee. So ist es. 25 Jahre Mauerfall, das haben wir haben zur Erinnerung ein kleines Diorama, wo der Lada durch die umgefallene Mauer fährt vor dem Berliner Tor. Es gibt dann eine ganze Reihe passende Fahrzeuge aus dieser Zeit, Grenzfahrzeuge, denen liegt dann über jedem einen kleinen Mauerstein bei oder ein Mauerteil. Und wenn ich die 14 Fahrzeuge der Serie komplett habe, dann kann ich eine ganze Mauer aufbauen, die toll mit Graffiti bedruckt ist. Aber es gehören dann natürlich auch militärische Einrichtungen dazu, wie eine Kaserne, ein Fahrzeughaus oder Fahrzeughalle, die wieder ganz universell verwendbar ist, über eine Reparaturrampe und Kolonnenweg. Also alles, was man braucht, um derartige Szenen auszugestalten oder zu gestalten. Haben Sie dazu auch Bilder gehabt, eine Vorlage? Ich meine, es ist ja relativ nah der Natur nahe, was Sie da machen. Ich habe mir das ja selbst schon angeschaut, also ich habe da einiges entdeckt, muss ich sagen, was ich aus meiner nationalen Volksarmeezeit noch kenne. Greifen Sie da auf Bildmaterial zurück? Wir greifen auf Bildmaterial zurück, also alle Fahrzeuge und Gebäude sind nach Originalbildern, teilweise auch nach Originalzeichnungen gestaltet. Aber wir greifen auch auf Zeitzeugen zurück, die uns sagen, wie es gewesen ist und die teilweise die entsprechenden Bilder in ihren privaten Archiven haben. Also Hut ab, alle Achtung, ist sehr toll geworden. Jetzt bewegen wir uns mal von der Mauer und den 25 Jahren weg. Und die Zuschauer sehen es auch teilweise hier hinten schon hinter unserem Rücken, die Papierfabrik. Das ist ja eine Erweiterung von einer Serie, die Sie mal ganz klein angefangen haben. Ich kann mich erinnern, ich glaube, die hing an dieser Wand, wo diese kleine Bahn mit ihren Loren da immer ihre Runde zog. Ja, das hat angefangen mit der Grubenbahn, kam dann nach der reinen Bergwerkssache kam die Feldbahn. Wir hatten ja dann diese Themen Ziegelei und Torfabbau. Weitere Themen und dieses Jahr ist halt in diesem Bereich unser ganz großes Thema die Papierfabrik. Natürlich, wir denken auch hier in einem Thema, das heißt, wir haben die Gebäude, Pförtnerhaus, Fabrikgebäude, Lagerhalle, ist aber so vorbereitet, dass entweder im oberen Bereich oder im unteren Bereich die Feldbahn durchfahren kann, wobei da gibt es natürlich dann wieder die passende Feldbahnlokomotive, die in den Farben unserer Hartmannschen Papierfabrik in dunkelblau ist mit einem weißen Logo. Sie zieht dann die passenden Wagen mit Holz- bzw. Zelluloseballen und Papierrollen. Es gibt dann aber auch, ich sage es mal, die passenden Fahrzeuge im LKW-Bereich dazu. Es gibt eine Umladestation, um von der Feldbahn auf die Normalbahn die Papierrollen umladen zu können. Auch hier wieder ein Thema, was aus ganz vielen Einzelelementen zusammengesetzt wird, aber man bekommt bei Busch alles aus einer Hand. Wissen Sie, was ich ganz toll dabei finde? Man kann es sowohl auf eine bestehende Modellbahnanlage bauen, aber man kann daraus auch eine eigene Modellbahnanlage machen. Ja, wir demonstrieren es ja hier mit einem kleinen, einmal ein Meter großen Diorama oder Modellbahnanlage. Und ich glaube, es ist faszinierend, wenn man sieht, was da drauf ist, wie dort mehrere Züge drauf fahren. Und auf dem einmal einen Meter hat es auch noch Platz gehabt, den Wildpark unterzubringen. Ich nehme an, Sie machen entsprechende Aufnahmen. Also in dem Falle machen wir das auf jeden Fall und gern. Wir hatten den Fahrzeugbereich ja schon teilweise angesprochen bei der Straßenmeisterei, aber es gibt ja in H0 noch den Robur Ello, den Lada. Gut, den hatten wir jetzt beim Mauerfall dabei und nochmal den Hanomag als Straßenfahrzeug. Ja, ich sage mal eine weitere Formneuheit. Das sind ja für den Modellbahner, aber auch natürlich für den Autosammler. Die wichtigen Sachen, die Formneuheiten, das ist dieses Jahr der Hanomag AL28. Ich glaube, der ist super schön geworden, super detailliert, mit vielen Teilen bis zu eingesetzten Scheibenwischern. Das Modell muss man sich ansehen, da braucht man gar nicht viel dazu sagen, außer, das ist mit Sicherheit der ideale Grundstück für eine neue Sammelserie. Ja, zum Abschluss unserer Neuheitenvorstellung hier haben wir ja noch ein Fahrzeug in Spur 0 und Sie haben es sinnigerweise so genannt, die 44 wird 88. Korrekt. Wir vertreiben in Deutschland den amerikanischen Hersteller MTH Electric Trains, der speziell seit einigen Jahren auch europäische bzw. deutsche Lokomotiven und Wagen in Spur 0 anbietet. Und da ist dieses Jahr die Neuheit, die BR44, die zufälligerweise 88 Jahre alt wird. Ein sehr detailliertes Metallmodell,
was auch mit allen technischen Möglichkeiten, die heute da sind, im Digitalbereich bis hin zum Dampfausstoß, der entsprechend der Radbewegung synchron gesteuert wird, ausgerüstet ist. Also können wir in dem Fall sagen, die Jumbos kommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das informative Gespräch und für die vielen Neuheiten, die Sie Ihrer Kundschaft wieder anbieten wollen in diesem Jahr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Erfolg noch auf der Messe und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr wieder. Dankeschön. Ich bedanke mich für das Gespräch. So, liebe Modellbahn Freunde, den Rundgang hier auf der Messe 2014 in Nürnberg setzen wir fort am Stand von Lenz. Und Bernd Lenz ist wieder unser Gesprächspartner, der jetzt gerne natürlich unsere Neuheiten oder Ihre Neuheiten vorstellen möchte. Und da ist uns was ganz Besonderes aufgefallen, nämlich die V160 Lollo. Das ist ja mal ein ganz eigenartiges Name und Modell. Ja, die gehört eigentlich zur Familie der V160er. Seine weite Familie, 215, 16, 17, 18, 19 und so weiter. Und das war die allererste. Und sie bekam den Namen Lollo, weil sie so eine herrliche runde Ausbuchtung in der Front hatte. Und für alle, die, sagen wir mal, wesentlich jünger sind als wir, das war eine, das heißt, sie lebt noch, eine italienische Schauspielerin. Ja, mit wie sagen die Bayern zum Beispiel, viel Holz vor der Hütte. Und das ist tatsächlich so. Das ist jetzt kein Witz. Nein, das ist kein Witz. Da hat sie den Namen her. So. Später hat man das geändert. Da wurden die Kanten etwas schärfer, weil das produktionstechnisch einfacher war. Okay. So, wir haben das Vorserienmuster vom Prinzip her auf der Schiene stehen. Was funktioniert denn an dem Gerät? An dem, was da jetzt hinter mir auf dem Gleis steht, funktioniert eigentlich alles. Einschließlich eines sehr schönen neuen Sounds mit einem ganz wunderbaren Lautsprecher. Und das, was wir hier in der Vitrine stehen haben, da entspricht auch alles dem späteren Modell, aber nur im Hinblick auf die Lackierung. Also da ist das Innenleben korrekt und das Äußere noch nicht. Und hier ist das Äußere korrekt und das Innenleben fehlt. Aber wie ich jetzt mal so im Nachrichtendeutsch sagen möchte, wie aus gut unterrichteten Kreisen verlautet, haben Sie bei der Lokomotive ein besonderes Holz verwendet, um diesen Resonanzbogen vielleicht etwas besser hinzukriegen? Ja, da ist ein neuer Lautsprecher entwickelt worden mit einer Balsa-Holzmembrane. Hätte ich auch nie für möglich gehalten. Aber der Lautsprecher hat eine exzellente Frequenzverlauf zu niedrigen Frequenzen hin. Und bei den kleinen Lautsprechern, die wir in die Lokomotiven einbauen müssen, hapert es ja immer an den tiefen Tönen, an den Bässen, die aber das eigentliche Röhren eines Diesels oder den Auspuffschlag einer Dampflokomotive ausmachen. Und das gibt er jetzt ganz wunderbar wieder, muss ich schon sagen. Also da haben Sie ja mal richtig was dran gearbeitet, geistig, und sagen, ja, wir machen das richtig toll. Ja, wir arbeiten immer geistig an irgendetwas. Nicht? Es ist ja... Es werden die krassen Neuheiten auf einer Messe gerne herausgestellt, aber man muss schon sehen, dass ein ganz, ganz, ganz großer Teil an Arbeit, Material, Geld und so weiter reingesteckt wird in Verbesserungen, die nicht automatisch sichtbar werden oder wo wir gar nicht so viel Wind drum machen, nicht? Aber sie machen dann am Ende halt auch das Modell aus. Und letztendlich dann trotzdem viel Wind, weil sie sagen, wow, was für ein Modell. Ja, wann kommt denn dieses Modell voraussichtlich in Handel? Also wir sind sehr weit. Wir machen ja kein Hehl daraus, dass es in China produziert wird. Ja. Und jetzt haben die Chinesen erst einmal Pause. Jetzt feiern sie ihr neues Jahr. Und danach geht sie sofort in die Produktion. Und werden wir sie nicht per Flieger, wir holen manche Modelle auch schon mal per Flieger rein, aber sehr teuer, sehr, sehr teuer. Und die Modelle fliegen quasi erste Klasse von China nach Europa. Wer kann das schon sagen? Ja. Und
Die werden dann per Schiff kommen. Da müssen wir leider immer noch nach Produktionsende so etwa 6 Wochen draufschlagen. Dann haben natürlich Ihre selbst Entladewagen Zuwachs bekommen. Sie hatten ja vorher welche vorgestellt. Den kleinen Talbot und jetzt könnten wir, wenn wir so wollten, den anderen den großen Talbot nennen. Mhm. Das ist der OTM M61 und 64. Und 64, genau. Ja, die unterscheiden sich aber nicht. Ich glaube, die Bahn hat immer das Jahr des Erscheinens als Nummer dahinter gesetzt. Also der eine war aus dem Jahr 61 und der andere aus dem Jahr 64. Nee? Also, wir haben es eigentlich nur gemacht, um eine Nummernvariante reinzubringen. Wenn einer 2 haben will, was wir uns wünschen, dann hat er eben 2 verschiedene. Die sonst gleich sind, aber 2 verschiedene. Dann haben Sie natürlich jetzt im Fahrzeugsektor wiederum was anzubieten, die KÖF 2. In Deutsche Reichsbahn, Deutsche Bundesbahn und die haben es gleich in 2 Spurweiten gebracht, nämlich auch noch in H0. Wir hatten die H0-KÖV schon vor langer Zeit gemacht, eigentlich so ein bisschen als kleine Spitze im Modellbahnmarkt, weil wir unsere Technik mit dem USP reingenommen haben und das bedeutet, die Lokomotiven haben kein Problem, über stromlose Gleisabschnitte zu fahren. Die fahren in Kriechfahrt über jede Weichenstraße und das ist ja gerade für ein Rangiermodell sehr wichtig. Und um mal zu zeigen, dass das geht und dass das gut funktioniert, haben wir mal ein H0-Modell gemacht. Die Reaktion darauf war sehr, sehr positiv und das bedeutet, dass wir jetzt die neuere Version, also DB Epoche 4, und weil die Nachfrage, muss ich sagen, aus den neuen Bundesländern nach dieser Maschine ist ja fast noch größer als die bundesrepublikanische frühere. Und da machen wir sie auch in der DR-Version. Und dasselbe, wir haben sie auch in Spur 0. Und auch da machen wir sie als DB Epoche 4 und als DR, wobei ich hier fairerweise sagen muss, die DR hat ihre Lokführer besser behandelt, offensichtlich als die DB, denn dort wurde sehr früh das Führerhaus zugemacht, dicht gemacht mit Türen, während sich die DB lange Zeit ließ und es soll sich jeder mal vorstellen, wie das ist, so im Winter bei minus 10 Grad auf einem offenen Führerhaus eine Lokomotive zu stehen und die Maschine zu bedienen. Ne? Das ist nicht sehr angenehm. Nee. Auch hier die obligatorische Frage, die sind schon auf dem Markt oder kommen noch? Die H0-Version schwimmt schon. Wenn wir sagen schwimmt, das heißt, dann ist sie schon auf dem Schiff nach hier. Und die Null-Version wird wohl so April, Mai da sein. Lieber Bert Lenz, vielen Dank für das knackige, kurze, freundliche, nette Gespräch. Ich muss es einfach so sagen. Danke. Sie haben das sehr ruhig und auch wieder sehr souverän gemacht. Man kann also wirklich voll vertrauen, was Lenz baut, hat Hand und Fuß. Gerne, ist, was die Ruhe und so weiter, ich meine, das Alter muss ja auch mal einen Vorteil haben, so ein bisschen die Gelassenheit ins Spiel zu bringen. Und was man überhaupt nicht vergessen sollte, wir haben ein Hobby, wir haben ein schönes Hobby, ein Hobby soll Spaß machen. Und das war das Wort zum Sonntag. Okay. Vielen Dank. Im vergangenen Jahr, liebe Modellbahnfreunde, haben wir mit der Frage aufgehört, ob es Fiesmann gelingt, den Bagger auf dem Güterwagen zu bewegen. Matthias Fiesmann ließ die Frage offen, lächelte verschmitzt und jetzt gebe ich die Frage einfach mal weiter. Lieber Matthias Fiesmann, was ist aus dem Bagger mit dem Güterwagen geworden? Hallo Herr Buttig. Ich hoffe, Sie sind nicht zu sehr enttäuscht. Wir haben den Bagger nicht zum Drehen bekommen, haben uns allerdings mit unserer Entwicklungsabteilung viele andere Neuheiten einfallen lassen und möchte Ihnen jetzt zeigen, was wir dieses Jahr für Sie vorbereitet haben. So, und da gehen wir gleich mal ins Eingemachte. Der Unimog ist uns aufgefallen. Die Frage ist, der Unimog steht auf der Schiene, im Güterwagen hinten dran. Richtig. Im Gerätewagen. Wie haben Sie es geschafft, in den kleinen Unimog noch einen kleineren Motor einzubauen? Ja, wir haben hier mit einem kleinen Trick gearbeitet und zwar haben wir die Technik vom Robel verwendet, den flachen Antrieb, und haben den Antrieb diesmal in dem Fahrleitungsbauwagen untergebracht.
so, dass es wirkt auf der Anlage, als ob der Unimog den Fahrleitungsbauwagen zieht. In Wirklichkeit schiebt der Fahrleitungsbauwagen den Unimog an. Also es ist wie im Film, es ist alles Beschiss. Nein, es ist eine clevere Lösung. Es ist gut gelöst. Ja. Dann geht es weiter. Wir haben dann noch diesen Stopfexpress, wiederum was Neues dran. Der Stopfexpress, diesmal mit Gleisstabilisator, ist eine neue Variante, die es bei Kibri als Bausatz schon seit vielen Jahren gab. Mhm. Und wir haben auch jetzt geschafft, diesen Gleisstabilisatorwagen hinten dran zu bauen und zu beleuchten. Sie haben eine weitere Neuheit. Jetzt gehen wir mal in den Bahnhofsbereich. Wir haben gerade gebaut. Nun wollen wir auch die Fahrgäste mal wegfahren lassen mit dem Bahnhof Kehl. Ja, der Bahnhof Kehl ist ein beliebtes Modell von Kibri. Wir haben das Modell ergänzt und erweitert um die sogenannte Etageninnenbeleuchtung. Das ist ein recht innovatives, komplexes System, mit dem man sehr variabel einzelne Etagen und innerhalb der Etage einzelne Fenster beleuchten kann und dann im dreidimensionalen Hintergrund. Das kann ich nur bestätigen, das ist sehr gelungen. Man kann auch die Häuser erweitern, man kann sie größer machen, kleiner machen, alles. Und man kann auch um die Ecke herum beleuchten. Was bei der Hausinnenbeleuchtung nicht möglich war, weil sich die einzelnen Fenster-Einzelboxen im Weg standen, ist jetzt mit dieser Etageninnenbeleuchtung elegant gelöst. Also ich denke, eine pfiffige Sache und wird auch viele, viele Freunde finden. Ja, nun gehen wir mal auf die Straße, wir bauen trotzdem weiter. Ich meine, ganz vom Bauen kommen Sie ja nun doch nicht weg. Wollen wir auch gar nicht. Sie haben einen Meilerkipper da. Richtig, genau. Das ist ebenfalls ein bekanntes Kibri-Modell, wird diesmal als Funktionsbausatz ausgeliefert. Funktionsbausatz bedeutet, dass der Meilerkipper lenkbare Achsen hat, verchromte Teile hat und ist auch mit Gummirädern ausgestattet, beleuchtet vorne und hinten. Und die Beleuchtung, die werden ab Werk vormontiert, sodass der Kunde im Endeffekt nur die letzten Teile zusammenbauen muss. Habe ich mir diesen Meilerkipper in Ihrer Vitrine angeschaut, der hat doch ganz spitzige Reifen. Kommt das so tatsächlich, das Fahrzeug? Ja, die Reifen oder schmutzig machen muss der Kunde oder kann der Kunde selbst zu Hause. Das kommt ganz drauf an, wo er ihn einsetzen möchte. Wir bleiben im Fahrzeugbereich. Da gibt es die Schaustellerfahrzeuge. Ist auch ein schönes Thema eigentlich auf der Anlage. Da haben Sie sich auch ein bisschen reingekniet. Richtig, genau. Auch diese Fahrzeuge werden erweitert um Gummireifen, verchromte Teile, alles blitzt, blankt, wie es halt eben bei einem Freizeitpark oder bei einem wandelnden Zirkus, Wanderzirkus der Fall ist. Auch die Fahrzeuge sind beleuchtet und werden als Funktionsbausatz im Set ausgeliefert, sodass der Kunde für einen guten Preis zwei funktionierende Modelle zusammenbauen kann. Dann haben wir natürlich bei Ihnen noch ein bisschen rumgeschaut. Wir wollten immer was Pfiffiges noch entdecken. Ja. Und da gibt es ein Haus, da steht ein schwarzer Mann drauf. Richtig, genau. Und dieser schwarze Mann arbeitet sogar noch. Das ist der Schornsteinfeger und da ist es uns gelungen, den Schornsteinfeger in Bewegung zu bringen. Das heißt, innerhalb des Hauses durch den Schornstein wird der Arm angetrieben, sodass es aussieht und nach außen hin so wirkt, dass der Schornstein, der Kaminkehrer, den Schornstein reinigt. Richtig. Gut, wir bleiben mal ein bisschen auf der Straße. Wir kehren mal zu den Fahrzeugen zurück und kommen zu dem eigentlichen Highlight. Ich habe mir wirklich die Augen gerieben, als ich das gelesen habe, als sie mir geschrieben haben, Busbahnhof Halle. Ja, wie kommt denn das? Also das ist wirklich in der Tat das Highlight in 2014 von Kibri. Der Busbahnhof Halle steht im Original seit 2010 in Halle, ist gebaut worden. Wir haben hier auch den Architekten, Herrn Birkholz, eingeladen. Und der kann jetzt etwas zum Busbahnhof Halle und zu der ganzen Entstehungsgeschichte sagen. Gut, also Herr Birkholz, geben wir die Frage weiter. Ja. Wie kommt denn sowas? Guten Tag. Hallo. Ja, genau. Ingenieurbauwerk, Verkehrsbauwerk. Und es freut mich natürlich besonders, dass die Firma Kibri jetzt gesagt hat, als ein Bauwerk der modernen Gestaltung der Busbahnhof ausgewählt wird. Und ja, wie kommt man darauf? Also es hat was mit Reisen zu tun, Geschwindigkeit und so weiter. Also moderne Formen, gerundete Formen, die so ein bisschen schnell sind. Und genau, gutes Design, hoffe ich. Jetzt sind Sie sicherlich ja unterwegs gewesen. Sie mussten das Ding ja vermessen. Wie macht man sowas? Ja, muss ja irgendwo auf die Anlage. Genau, eine interessante Frage. Die Vermessung war eigentlich sogar relativ einfach, muss man sagen. Das ganze Objekt ist ja modular gestaltet, das heißt also, das ist alles vorgefertigt worden in den Firmen und ist dann angeliefert worden. Und also eigentlich vor Ort vermessen werden mussten nur die Bussteige selber und dann kam der Kran und hat es reingehoben. Ja. Genau. Hatten Sie da mit den Verkehrsbetrieben in Halle drüber sprechen können? Haben die ihre Genehmigung geben müssen? Wie ja, genau, das ist natürlich ganz in enger Zusammenarbeit mit den Verkehrsbetrieben entstanden, die auch Auftraggeber waren. Also insofern, das ist also alles mit den Verkehrsbetrieben abgestimmt und es gibt ja auch, ich sag mal,
Vorschriften zu den Bussen, da müssen die Gelenkbusse beachtet werden und so weiter, die Radien etc. Genau, also das muss alles funktionieren, das ist ganz klar und es muss dann natürlich auch noch eine ganz hypermoderne Gestaltung sein. Und dann braucht man wirklich von 2007 bis jetzt so ein Ding dann wirklich auf die Anlage zu stellen. Die Planungsprozesse sind relativ lang heutzutage, also vom Planfeststellungsverfahren bis das alles genehmigt ist. Und also insofern, wir haben 2 Jahre geplant und dann ein Dreivierteljahr gebaut. Also ein gelungenes Modell, muss ich Ihnen bestätigen, Herr Brückholz. Vielen Dank für das kurze, knackige Abschlussgespräch zu dem Highlight von Viessmann. Und das war's vom Stand hier, liebe Zuschauer. Wir ziehen weiter. Im letzten Jahr, liebe Modellbahnfreunde, standen wir hier an der gleichen Stelle und ich sprach von einem Feuerwerk an Neuheiten bei Hornby. Dieses Jahr wurde ich eines Besseren belehrt und das wird uns Manfred Böbel gleich erklären. Wir reden von einer Neuheitenexplosion. Hallo Herr Buttich, zunächst mal willkommen am neuen Hornby-Hobbystand. Ja. Sie sagen eine Explosion, naja, es sind ein bisschen mehr wie letztes Jahr. Fangen wir mit den H0-Neuheiten an, oder? Gerne, ja. Wir arbeiten von unten nach oben durch. Wir fangen mit H0 an. Was gibt es im H0-Bereich Neues? Im H0-Bereich haben wir zunächst mal eine neue Dampflokomotive. Ja. Das ist die Baureihe 58. Die ist zwar nicht neu, aber sie ist überarbeitet. Sie hat jetzt einen vierdomigen Kessel. Mhm. Als nächstes gibt es die schon bekannten Doppelstockwagen. Allerdings jetzt mit einer neuen Front und einem neuen Gehäuse und einer neuen Inneneinrichtung. Ja. Denn die haben jetzt die glatten Fronten, also die nicht abgerundeten. Nicht abgerundeten, genau. Aber die Formen dieser Doppelstockwagen waren ja schon mal bei Ihnen sicherlich irgendwo im Programm. Ich sagte ja schon, also die Fahrwerke sind die gleichen wie beim vorhergehenden Doppelstockwagen, aber das Gehäuse ist komplett neu. Komplett neu. Und auch die Inneneinrichtung. Okay. Oh, dann gibt es natürlich in H0 noch Schüttgüterwagen, sage ich mal salopp. Ja, das sind die offenen Selbstentladewagen der Bauart FALS 164. Die gibt es in 3 verschiedenen Varianten, jeweils in einem Display. Und das ist auch eine Formneuheit. Eine Formneuheit. So, dann glaube ich, sind wir bei H0 durch, wie ich das richtig überblickt habe. Der größere Posten ist wohl im TT-Bereich angesiedelt. Im TT-Bereich gibt es zuallererst einmal eine Dampflokomotive, die es in TT noch nicht gab. Das ist die Baureihe 95 der DR. Die Bergkönigin, müssen wir dazu sagen. Ja, das ist, glaube ich, nicht so ganz der offizielle Name, aber sie ist bekannt als Bergkönigin, ja. Die machen wir mit Neubaukessel und zwar einmal als Variante mit Ölfeuerung und einmal als Variante mit der Kohlefeuerung. Das ist dann die Museumsversion, da wurde die zurückgebaut auf Kohlefeuerung. So, was haben wir noch im TT-Bereich an Neuheiten? Außer der schon bekannten Kö, die es in 9 Varianten gibt, die gibt es ja schon etwas länger, haben wir eine neue Elektrolokomotive. Das ist die Baureihe E251 oder 171. Die haben wir in 3 verschiedenen Varianten, gab es schon in H0, jetzt gibt es eben auch in TT, lag nahe. Ich denke auch, weil die TT-Freunde dann immer spitz gucken zu H0 und sagen, die haben das, wir haben es nicht, warum machen die das nicht? Sie haben es in TT gebracht. So ist es. Und dann gibt es eine Neuheit, die, glaube ich, schon bisher Aufsehen erregt hat. Das ist nämlich das Akkuschleppfahrzeug oder auch ASF genannt. Das ist momentan das kleinste Serienfahrzeug eines Großserienherstellers in TT. Und wir haben es geschafft, dieses ASF mit Steckschnittstelle zu machen und Licht. Wie haben Sie das da reingekriegt? Unser Geheimnis. Also es ist auf alle Fälle ein sehr schönes Fahrzeug. Es gibt es in sehr verschiedenen Farbvarianten, wo die Dinge auch tatsächlich laufen. Am witzigsten finde ich natürlich die ICE-Lackierung. Ja, die ist vom ICE-Werk München. Die Leute dort haben sich gedacht, wenn wir nur ICEs machen und haben so ein Fahrzeug, dann lackieren wir das einfach als ICE. Also auch nicht schlecht. Ja. Dann haben wir im Doppelstockwagenbereich auch einiges anzubieten. Ja, das ist der Doppelstockzug, der DR. Den haben wir auch schon in H0 gehabt und das war ein sehr, sehr großer Erfolg. In TT gab es den auch noch nicht, also warum nicht auch in TT machen? Und dann haben Sie natürlich auch eine Farbvariante, die wahrscheinlich nicht allen so bekannt sein, so geläufig sein wird. Die sagen sich, wieso beige und blau, aber das ist dann die Rostocker S-Bahn. Die Rostocker S-Bahn, aber ich sag mal, in den neuen Bundesländern ist die sehr bekannt. So, dann geht es weiter im Fahrzeugbereich. Spur N. Im Spur N-Bereich gibt es ja dann auch wesentlich Neues bei Ihnen. Spur N ist eigentlich der größte Bereich.
indem wir sehr viele Formvarianten und Formneuheiten gemacht haben, so viel wie noch nie zuvor dieses Jahr. Fangen wir einfach mal mit den Lokomotiven an und arbeiten uns nacheinander durch. Gut, so tun wir. Als erstes hätten wir die DR-Baureihe 130 bzw. DBAG 231. Da sagen die Leute immer, das ist die kleine Ludmilla. Bei Lokführern ist er aber auch als der große Russe bekannt. Das ist die Variante dieser Lokomotive, die hauptsächlich Güterzüge befördert hat, während die 232er hauptsächlich Personenzüge befördert hat. Wir machen also die 130er, 231er in verschiedenen Varianten, wobei auch sämtliche Gehäusevarianten, Dachvarianten, Handläufe berücksichtigt sind. Es gibt die auch mit großen Fenstern, mit kleinen Fenstern und so weiter, haben wir alles schon berücksichtigt. Hier wird es auch als Variante der RTS geben, das ist eine Privatbahn. Ja, und das war es eigentlich schon an Varianten. Dann kommen wir zu einer Lokomotive, die recht modern ist, die auch recht neu im DB-Fuhrpark sich befindet. Ja, das ist die Dieseltrax der DBAG, Baureihe 245. Wir haben ja schon drei verschiedene Dieseltrax gemacht in Spur N, die sich allerdings sehr von der DB-Variante unterscheiden, hauptsächlich im Dachbereich und im Lüfterbereich, denn hier sind wesentlich mehr Motoren drin als in den anderen. Insgesamt 4 Stück. Und deswegen hat die DB gesagt, wir wollen das ganz anders haben und deswegen sieht die Lok dann auch ganz anders aus. Jetzt schauen wir mal über den Tellerrand nach Österreich. Ja, in Österreich, da gibt es eine Lokomotive, die heißt also Reihe 4041 bzw. 1046. Das ist eine Lokomotive, die eigentlich ein Gepäcktriebwagen war, deswegen auch unter 4061 eingereiht. Später hat man dann festgestellt, man braucht diesen Gepäckabteil braucht man eigentlich gar nicht und dann ist es umnummeriert worden zur 1046. Die haben wir auch in der ersten Bauserie, in der zweiten Bauserie und einmal mit 2 Lichtspitzenlicht, einmal mit 3 Lichtspitzenlicht, also auch verschiedene Varianten können wir da anbieten. So, dann gibt es eine weitere Lok unter der Baureihenbezeichnung 251 bzw. 171. Das ist die Rübeland-Lok. Die ist nur in einer bestimmten Gegend gelaufen. Wir haben diese Lok in H0 schon gemacht. Machen sie jetzt auch in TT und machen sie ja auch in N. Und ich denke mal, die wird auch sehr, sehr gut ankommen bei den Leuten, denn das ist eine Lok, die schon lange fehlt. Ich denke schon. Also ich meine, die Rübelandbahn ist ja auch eine sehr interessante Bahn, auch auf der Anlage nachzustellen. Genau. Dann gibt es noch 2 weitere Lokomotiven, die Baureihe 250 bzw. 155. Ja, das ist auch eine DR-Elektrolokomotive. Wir machen die Vorserie dieser Lokomotive, denn die unterscheidet sich von der Serienlokomotive, die schon ein anderer Hersteller gemacht hat. Und da gibt es eben die ersten Lokomotiven, die gebaut wurden. Die unterscheiden sich optisch und die machen wir. Okay, so und jetzt kommen wir natürlich noch zu weiteren Fahrzeugen. Man muss ja auch was an den Lokomotiven dranhängen. So ist es. So ist es. Und da haben Sie also eine sehr interessante Sache da im Vorstellungsbereich, und zwar die Modernisierungswagen der Deutschen Reichsbahn. Richtig. Die Modernisierungswagen sind, wir sagen immer, die Rekowagen in groß. Ja. Und als wir letztes Jahr die Rekowagen vorgestellt haben, da haben ganz viele Leute uns gefragt, und wann kommen jetzt die Modwagen? Also das sind auch Waggons, die modernisiert worden sind für den Schnellverkehr und die machen wir eben auch in verschiedenen Lackierungsvarianten, damit auch da an den richtigen Loks die richtigen Wagen gehängt werden können. Okay. Und dann gab es weiterhin die sogenannten Komfortwagen bei der Deutschen Reichsbahn. Die sind weniger bekannt gewesen, eigentlich weil die ziemlich in den letzten Jahren in der DDR gebaut worden sind, in Erprobung waren, die eigentlich im Ost-West-Verkehr bzw. im europäischen Verkehr laufen sollten, letztendlich dann auf der Strecke zwischen Prag und Dresden gelandet sind. Und diese Fahrzeuge haben Sie ebenfalls. Haben wir auch, ja. Man hat da ein bisschen an den Wagen rumgemacht, hat, ich sag mal, das Fahrgestell der Halberstädter genommen und hat darauf ein anderes Gehäuse gesetzt. Die unterscheiden sich an den Fenstern, an den Türen. Und wir haben neues Gehäuse spendiert, neue Inneneinrichtungen, haben den Wagen eben dann auch realisieren können. Aber Sie waren zumindest seinerzeit dann schon recht modern. Aber wie gesagt, Sie wurden ja nie wieder in Serie weitergebaut. Es
blieb bei den Einzelstücken, die gebaut worden sind. Eine sehr interessante Geschichte auch für die Anlage, für die Kunden, die dann im Endbereich mit diesem Wagen unterwegs sein wollen. Ich habe auch noch eine interessante Geschichte, weil wir gerade bei den Modernisierungswagen waren. Wir haben ja auch den DR-Regierungszug gemacht mit verschiedenen Salonwagen bisher. Und da haben wir auch einen Nachrichtenwagen, der aus so einem Modwagen gemacht wurde. Und der ist auch recht interessant, weil er schön mit Vorhängen verdunkelt ist, wie im Original. Und der sieht auch sehr schön aus. Ja, das war ja auch ganz geheim, durfte ja keiner reingucken. So ist es. So. Dann kommen wir natürlich noch im Güterwagenbereich. Es ist ebenfalls sehr interessante Sachen, die sie anbieten im Endbereich. Das ist ein Kesselwagen. Ja, wir haben einen neuen Isolierkesselwagen gemacht, der ursprünglich auch aus der DR-Zeit stammt. Diesen Wagen können wir realisieren in einer Version mit Heizungsleitungen und ohne Heizungsleitungen. Und dadurch ergeben sich sehr viele mögliche Varianten. Und last but not least, bei dieser Explosion, sage ich mal, kommen wir noch zu den Selbstentladewagen. Das sind allerdings jetzt unlackierte Muster, die Sie hier haben, aber sehr interessante. Ja, da haben wir die ersten Shots schon hier. Die sehen teilweise noch ein bisschen komisch aus, aber da darf man sich nicht dran stören. Die werden natürlich später so aussehen, wie sie aussehen sollen. Das ist einmal der FACS der DB, beziehungsweise eben auch dann DR, und einmal der TADGS. Der eine ist ein offener Wagen, der andere ist ein geschlossener Wagen. Lieber Manfred Böbel, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber es war eine ganze Menge an Neuheiten, die wir den Zuschauern präsentieren können. Ist ja auch jetzt im Bild mitverfolgt worden. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ich muss mich ganz einfach bei Ihnen bedanken, dass wir diese Fülle in der kurzen Zeit abgearbeitet haben. Wünsche Ihnen für die Messe, für die restlichen Tage noch viel Erfolg, gute Geschäfte und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Vielen Dank, Herr Puttig. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Auf der internationalen Spielwarenmesse, liebe Zuschauer, dürfen natürlich auch nicht die Fachleute für die Modellbahnelektronik fehlen, die also auch teilweise für einen sehr guten Sound auf der Anlage sorgen, und das ist die Firma ESO. Und mein Gesprächspartner Jürgen Lindner wird natürlich wieder dafür sorgen oder uns erzählen, was es an Neuheiten gibt. Bevor er aber das macht, möchte ich erstmal die Frage loswerden: Was wird mit der V60? Ja, die Frage wurde uns hier schon öfters gestellt, weil ja viele Leute sehnsüchtigst die Auslieferung erwarten. Ich kann jetzt die gute Nachricht verkünden, dass die Lok jetzt angekommen ist, Anfang dieser Woche. Nach erfolgter Wareneingangskontrolle und eben Einbuchung werden wir jetzt mit Hochdruck drangehen, alle Loks auszuliefern. Es war also, wir hatten es ja uns gerade im Vorgespräch unterhalten, dass die kleine Bahn in großen Kisten bei der großen Bahn mal für einen Tag verschwunden war. Ja, das stimmt. Der Container war mal verschollen auf dem Seeweg vom Hamburger Hafen nach Ulm zu der Containerverladestation. Konnte man uns mal eine Weile nicht sagen, wo er genau ist, was dann bei uns schon vielleicht eine Schocksekunde gesorgt hat. Aber letztendlich ist dann doch alles gut gegangen. Das ist die gute Nachricht des Tages. Die V60 befindet sich in der Auslieferung. So, jetzt kommen wir mal zu den Neuheiten, und die sind ja unheimlich spannend. Und da haben wir vor uns hier eine wunderbare Lokomotive stehen, die legendäre V200. Genau, die V200, wie Sie schon sagten, ist ja eine Kultlokomotive, weil nach dem Krieg auch mit der Lok der moderne Dieselverkehr in der DB Einzug gehalten hat. Wir nehmen sie ruhig mal hoch, weil ja. Ist ja eine sehr die ist aber schwer, Junge. Ja, die hat fast 700 Gramm Heavy Metal, wie man so schön sagt. Ja. Bei uns gibt es viel Gramm pro Euro. Die V200, die wir machen, ist wie alle anderen Loks aus der Engineering Edition komplett aus Metall. Sie hat eine Kurzkupplungskinematik im Gegensatz zu allen anderen auf dem Markt und wartet natürlich mit allen Funktionen auf, die Sie von der ESO-Lok erwarten. Wie das Vorbild hat sie zwei Raucheinheiten, um im Prinzip die unterschiedlichen Dieselmotoren abbilden zu können. Sie hat das komplette Soundpaket. Das heißt, alle zwei Motoren werden vorbildgetreu wiedergegeben. Wir haben Kurvenquietschen drin, Weichensensoren. Wir haben das komplette Beleuchtungspaket mit drin. Und worauf wir auch sehr stolz sind, wir haben einen kompletten Durchsicht durch den Führerstand. Das heißt, wir haben auch den durch den Maschinenraum komplett nachgebildet. Und dann sieht man natürlich auch wiederum die notwendigen Öffnungen, damit der Diesel wieder ausgepufft werden kann, sozusagen. Also die Öffnung für die sogenannten Rauchgeneratoren. Genau, die Rauchgeneratoren, die werden später natürlich schwarz, das ist noch ein Muster. Und wir haben natürlich auch die Dachlüfter entsprechend nachgebildet und mit durchätzten Gittern versehen. Da geben Sie mir gerade ein ganz tolles Stichwort.
die Dachlüfter. Die sind ja auch, wenn man die unterhalb der Gitter sieht, sehr realistisch dargebildet. Drehen die auch? Also die können wir leider nicht mechanisch drehbar machen mit einem Elektromotor. Wir wollten es natürlich machen. Wir haben uns aber eben dagegen entschieden, um den freien Durchblick durch den Maschinenraum zu wahren. Also die werden auch, wenn die Maschine fertig ist, nicht drehen? Nein, leider nicht. Aber immerhin, es ist eine sehr schöne Maschine, schon in dem Anblick, wie man sie hier sieht. Sie ist auch sehr schwer. Wissen Sie, was die wiegt? 750 Gramm. Oha, ist ja ein Schwergewicht. Da muss man ja wahrscheinlich bei manchen Brücken, wenn man die auf der Anlage hat, vielleicht noch mal Verstärkung drunter bauen. Ja, das ist jetzt nicht ganz von der Hand zu weisen. Auch auf unserer Teststrecke, die aus Balsaholz teilweise gebaut ist, da wackelt es schon schwer. Also, eine tolle Maschine und ich denke, die Modellbahnwelt wird ganz gespannt darauf achten bzw. hinschauen, wann diese Maschine kommt. Wäre jetzt die Frage, wann rechnen Sie damit? Die wichtigste Epoche 3 und die Epoche 4 in Altroth, die wird voraussichtlich Ende April, Anfang Mai im Laden sein. Wir haben darüber hinaus noch eine Schweizer Variante und eine Privatbahnvariante, die im Herbst kommen wird. Gut, die sieht man ja heutzutage auch noch auf den Schienen fahren, ganz klar. So, dann haben wir hier hinter uns Ihre übliche Vorführanlage und zwei wunderschöne Maschinen drauf. Ich würde ganz einfach mal mit der da hinten anfangen, mit der Gravita. Mhm. Ja, wir haben dieses Jahr speziell jetzt für Nürnberg nochmal weitere Neuheiten natürlich. Ich kann sie Ihnen gerne mal schnell vorstellen, unsere Gravita. Also das ist ja im Prinzip eine Rangierlok der Baureihe 261, wie sie ja genau heißt. Dieses Modell wird bei Voith Lokomotivtechnik in Kiel gebaut und ersetzt alle Orten von beginnend von Nord nach Süd die altbewährte V60. Da wir ja mit der V60 eben auch schon Rangierloks gemacht haben, haben wir natürlich gesagt, das Thema Rangierlok interessiert uns als ESU. Und so lag es natürlich auch nahe, nach dem Vorgänger auch den Nachfolger zu produzieren in Form eben dieser verkürzten 261. Unser Modell ist ebenfalls wie alle anderen aus der Engineering Edition komplett aus Metall. Das heißt Vorbau und die beiden Vorbauten als auch das Chassis sind aus Metall. Wir haben das komplette Technikpaket mit drin, mit Raucheinheit, mit dem großen Lautsprecher. Wir haben sämtliche Beleuchtungsfunktionen korrekt abgebildet, inklusive Fernlichtschaltung. Wir haben sogar noch eine Drittstufenbeleuchtung hier mit drin, sodass man auch beim Aussteigen der Lokomotivführer beim Dunkeln nicht irgendwie runterfällt von der Lok. Ist ja auch ganz wichtig. Ja, das sollte man nicht unterschätzen. Safety first, auch bei der großen Bahn. Wir haben hier die ganzen Umläufe und Verkleidungen sind aus Ätzteilen gefertigt und sehr detaillierte Drehgestellblenden mit Kurven- und Weichensensor und eben natürlich auch unseren Powerpack. Diese Lok hat als Highlight natürlich auch zwei funktionsfähige Rangierkupplungen wie die V60, sodass man mit dem Ding richtig auf der Anlage rangieren kann. Das hätte ich jetzt aber auch erwartet von Ihnen, dass Sie das sagen. Ja, ich meine, natürlich bei uns steht der Spielstraß an allererster Front. Die Lok machen wir in 5 Varianten und wird im Sommer kommen. Okay, dann gibt es noch eine zweite Lok, die hier auf dem Oval steht. Die steht jetzt zwar hinter mir. Das ist also eine relativ moderne Lokomotive bei der Deutschen Bahn, die Trax. Genau, die Trax der Baureihe 245 ist auch eine sehr moderne dieselelektrische Lokomotive, die bei der DB jetzt langsam zum Einsatz kommt. Das heißt, die ersten Lokomotiven sind produziert und da liegt es natürlich nahe, dass wir auch das Modell bringen. So, und wenn ich jetzt Sie nach den technischen Ausstattungen frage, trage ich bestimmt Holz in den Busch, wie man so schön sagt. Wie ist es ausgestattet? Ja, ich kann es Ihnen mal kurz zeigen. Das ist aber auch schwer. Auch diese Lok ist sehr schwer. Die hat auch knapp 700 Gramm und steht im Prinzip der V200 in nichts nach. Wir haben natürlich auch bei der Lok wieder das komplette Technikpaket mit drin, mit zwei Raucheinheiten, sodass man die Motoren, die im Original alle getrennt schaltbar sind, eben auch im Modell schaltbar getrennt schalten kann. Wir haben zwei fette Lautsprecher mit drin, das komplette Lichtpaket inklusive Fernlichtschaltung, Kurven- und Weichensensor, Sie sehen, es wiederholt sich, Kabinenraumbeleuchtung und was wir hier eben auch noch drin haben, wir haben hier oben die Dachlüfter, die Sie vorhin erwähnt hatten bei der V200. Hier werden sie sich drehen. Nee. Doch. Und zwar getrennt für beide Seiten. Unglaublich. Und die Geräusche sind auch zu hören? Die Geräusche sind natürlich auch zu hören. Wir haben natürlich das Original aufgezeichnet, wie alle anderen. Da kommt es uns natürlich auch zu Hilfe, dass die Lok auf der Südbahn eingesetzt wird, also von Ulm nach Lindau. Und dann die altehrwürdige 218 ersetzen soll. Also ich denke mal, diese Maschine ist schon spitze.
Danke. Ja, das wäre es eigentlich jetzt im Fahrzeugbereich. Dann haben wir natürlich aber auch noch andere, oder Lokomotivbereich, so muss man es ja sagen. Sie haben ja noch einen Gerätewagen als besonders. Ja, genau. Wir haben dieses Jahr uns mal auf ein etwas neues Terrain gewagt. Wir werden ja etwas mutiger und haben dieses Jahr auch unseren ersten Waggon entwickelt. Aber wir wollten natürlich nicht einen Waggon machen, bloß weil es ein Waggon ist, sondern wir haben natürlich auch den mit aller möglichen Technik ausgestattet. So haben wir uns entschieden, einen Einheitshilfsgerätewagen zum 388 zu bringen. Und der ist vollgestopft mit Technik, die ich Ihnen gerne mal kurz zeigen würde. So schaut der Einheitshilfsgerätewagen aus. Es ist ein relativ langer Wagen, 26,4 Meter im Vorbild mit 4 Achsen. Der Waggon an sich ist sehr detailliert ausgeführt mit echten Federn im Drehgestell. Wir haben natürlich auch versucht, alle Niedreihen entsprechend nachzubilden. Aber das Besondere an diesem Wagen ist eben die Technik, denn es ist ein sogenannter Messwagen. Es gibt immer wieder die Situation, Modellbahner wollen wissen, wie schnell ihre Loks fahren, und es gibt im Moment kein Produkt, wo man das rausfinden kann. Denn das kann man jetzt mit diesem Wagen, sie hängen den an den Zug an und machen jetzt hier einfach die Seite weg. Das ist mit Magnet gehalten und sehen hier auf dem Display, werden Sie dann sehen, die Geschwindigkeit, die der Zug zurücklegt, die Durchschnittsgeschwindigkeit und Maximalgeschwindigkeit, aber auch den zurückgelegten Weg und, was auch manchmal sehr hilfreich ist, die Schienenspannung. Und wenn Sie sagen, okay, jetzt habe ich genug gemessen, dann machen Sie das ganze Ding wieder zu und haben einen wunderschönen Wagen, der auf Ihrer Anlage eine gute Figur macht und eine vollständige Beleuchtung hat. Also die Arbeitsbeleuchtung rundum, genauso wie den Lichtwechsel von und hinten, als auch die Innenraumbeleuchtung. Und das nenne ich jetzt mal wirklich eine pfiffige Lösung. Ja, danke schön. Es kommt auch sehr gut an bei uns auf der Messe. Den Wagen haben wir in 3 Geschmacksrichtungen. Einmal in Grün Epoche 3, einmal Gelb Epoche 4 und einmal Rot, so wie er heute quasi auf jedem Bahnhof auf seinen hoffentlich Nicht-Einsatz wartet. Und da wir jetzt gerade so eine außergewöhnliche Geschichte vorstellen durften, haben Sie auch noch im Elektronikbereich ebenfalls etwas Außergewöhnliches zu bieten, nämlich diesen Decoder, diesen Volksdecoder, wie Sie genannt haben. Genau. Wir wollen natürlich auch unser angestammtes Gebiet der Elektronik nicht vernachlässigen und haben dieses Jahr sehr viele Neuigkeiten, von denen ich stellvertretend jetzt mal die 2 wichtigsten nennen möchte. Wir haben im Einstiegsbereich einen neuen Decoder, den Lokpilot Standard. Intern heißt er bei uns auch Volksdecoder, weil er im Prinzip gedacht ist für alle Leute, die einen einfachen, robusten Decoder suchen, ohne viel Schnickschnack. Er wurde aber trotzdem komplett neu auf dem neuesten Stand der Technik entwickelt. So hat er 4 Funktionsausgänge, die man individuell in der Beleuchtung, Helligkeit regulieren kann. Er hat ein Function Mapping, er hat eine robuste, gute Lastregelung. Und er hat Raycom mit Raycom Plus. Das bedeutet, er meldet sich an einer ECOS-Zentrale automatisch an und kann auch seine Position entsprechend zurückmelden. Und den Decoder, den positionieren wir sehr preiswert und haben den in verschiedensten Schnittstellenvarianten, erstmalig auch mit einer PLUX-12-Variante für TT- und Endspurmodelle. Also einen preisgünstigen Einstieg für die, die digital umsteigen wollen und also was preisgünstige Lösungen suchen im Decoder-Bereich, ist das genau das Richtige, was Sie da anbieten. Genau, so denken wir. So denken Sie und nicht nur wir wahrscheinlich, sondern auch sicherlich die Zuschauer, die das gerne sehen. Jetzt fange ich mal weiter mit einem etwas geflügelten Wort an. Mobile Control 2. Was ist das? Das Messe-Highlight, was wir dieses Jahr vorgestellt haben, ist unser neuer Funkhandregel, das Mobile Control 2. Das kann ich Ihnen natürlich auch mal zeigen. So schaut das aus. Der Mobile Control 2 ist ein Funkhandregler zur drahtlosen Bedienung der Modellbahn. Er ist erstens mal komplett neu entwickelt worden, und zwar mit dem Hinblick auf eine Einhandbedienung. Sie können den mit der rechten Hand genauso wie als Linkshänder mit der linken Hand problemlos bedienen. Das war vielen Kunden sehr wichtig. Hier unten sieht es aber aus wie ein Handy. Genau, also wenn man mal von unten guckt, sieht es eigentlich aus wie ein Handy. Und ganz ehrlich, es ist auch irgendwo eines, weil dieser Handregler basiert auf dem Android 4.2 Betriebssystem. Genauso wie die meisten Handys bzw. eben auch Tablet-Computer und ist eine komplett offene Plattform. Das bedeutet, mit diesem Handregler können Sie zunächst mal sich mit dem Internet verbinden, können E-Mails lesen, Sie können im Web surfen, Sie können auch Einkäufe im Webshop tätigen, aber natürlich genauso Musik hören bzw. Skypen. Das heißt, sämtliche Apps, die es im Google Play Store gibt, werden Sie darauf installieren können und können sich damit den Handregler individuell anpassen.
Und auch Lokomotive fahren. Das kommt natürlich jetzt hinzu. Wir haben natürlich auch alle modellbahnspezifischen Steuerelemente wie den großen Drehregler mit Umschaltung integriert, genauso wie Nothaltknopf und eben auf der linken und rechten Seite jeweils zwei Tasten, die sich der Kunde individuell belegen kann, entweder als Volume Control oder als Geschwindigkeitsänderung oder Funktionstasten. Was ich damit noch... Ja. Also ich bin erstmal ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, liebe Zuschauer, dass man mit so einem Gerät nicht nur telefonieren kann, sondern wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr Sachen machen kann. Es ist eine tolle Lösung, innovativ und sicherlich auch ausgiebig getestet worden von uns, oder? Ja, also wir haben natürlich in der Entwicklung relativ viel Zeit investiert. Was ich sagen will, Sie können mit dem Ding nicht telefonieren, es hat keine SIM-Karten. Schade, das hätte ich jetzt erwartet. Noch erwähnen. Aber schauen Sie, hier wird es einen Kopfhöreranschluss geben für ein Headset und dann können Sie zumindest skypen. Also ist ja auch sowas wie telefonieren. Das ist im Prinzip die moderne Art des Telefonierens und dient auch dazu, wenn Sie in der Clubanlage sozusagen mit Ihrem Kumpel ganz am anderen Ende der Halle sozusagen sich über die Loks austauschen wollen. Also was mich beeindruckt ist, dass diese vielen Funktionen in diesem kleinen Gerät vorhanden sind. Und ich denke schon, dass dieses Gerät auch sicherlich viele Liebhaber finden wird, gerade was aus dem Hause ESO kommt, bin ich mir ziemlich sicher sogar. Frage, wann wäre denn dieses Gerät im Markt? Also dieses Gerät wird im Sommer lieferbar sein. Und weil Sie auch gerade Liebhaber aus dem Hause ESO sagen, wir haben hier eine offene Plattform. Das heißt, die Apps, die wir mitliefern und die Software ist natürlich speziell für die Verbindung mit der ECOS gedacht. Aber Sie können hier genauso gut eine Mobile Station App für eine Märklin-Zentrale installieren, als auch die Z21 App. Und wir laden alle App-Entwickler ein, sozusagen ihre Software darauf zu portieren. Wir werden denen entsprechend alle Unterlagen zur Verfügung stellen. Jetzt möchte ich fast sagen, wie die eine Fernsehsendung, das ist spitze. Dankeschön. Lieber Jürgen Linder, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch, dass Sie so freundlich waren, Ihre Neuheiten uns vorzustellen. Ich denke, das eine oder andere ist sicherlich hochinteressant für den einen oder anderen Modellbahner. Und wir wünschen Ihnen für den Rest der Messe natürlich noch alles Gute, gute Geschäfte und ich freue mich auf ein nächstes Jahr. Ich bedanke mich für Ihre Worte. Auch ich freue mich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr und viel Spaß noch auf der Messe. Danke. So, liebe Zuschauer, das war nun endgültig der letzte und dritte Teil hier von der Berichterstattung aus Nürnberg. Und links und rechts neben mir sehen Sie zwei ganz wichtige Leute, die mitgeholfen haben, dass diese Sendung auch so über die Bühne gehen kann. Und das möchte ich doch mal ganz öffentlich Dankeschön sagen, ihr beiden. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihr Frank Huttig. Tschüss. Nun hatte ich Ihnen eben die beiden Kameraleute als die wichtigsten Männer vorgestellt. Aber der allerwichtigste ist hier unser Didi, der im Cut sitzt. Und ohne den hätten wir diese Sendung auch nicht hinbekommen.